Hallo und herzlich willkommen zum fehlenden Part hier bei RT Deutsch. Wir haben ein super vollgepacktes Programm, also zack, zack, los mit den Headlines. Proteste bis in die Morgenstunden hinein erschüttern die Kleinstadt Ferguson nach dem Freispruch des Polizisten Darren Wilson. Und nicht nur in Ferguson sind die Menschen mit dem Urteil unzufrieden. Von Los Angeles, Seattle über Chicago bis New York City gingen Hunderte von Demonstranten auf die Straße. Die Proteste waren in Ferguson besonders gewalttätig. Es wurden Flaschen und Ziegelsteine geworfen, es wurde geplündert und die Polizei reagierte mit Rauchbomben und Tränengas. Laut dem St. Louis Police Department wurden 29 Personen im Umkreis festgenommen. Sie sprachen außerdem von den schlimmsten Ausschreitungen seit dem Vorfall am 9. August. Auch unsere Kollegin, Field-Reporterin bei Ruptly, Lorena Gonzalez, geriet während den Ausschreitungen in Ferguson zwischen die Fronten. Der Polizeichef verteidigt das Handeln seiner Beamten und meint, sie hätten ihren Job gemacht. Mit der aufgeheizten Situation in Ferguson wird das Thema unnötige Polizeigewalt in den USA wohl erstmal kein Ende finden. Vorsitzende Fraktion Die Linke und gerade zurückgekehrt aus der Ostukraine, Parlamentarierreise, soweit ich weiß. Bündnisfrage gilt, was ich bereits vor Monaten gesagt habe, ich sehe partnerschaftliche Beziehungen der Ukraine mit der NATO, aber keine Mitgliedschaft. Sie meinen, Deutschland müsste sich klar positionieren. Ist das nicht klar genug? Nein, das ist für mich nicht klar genug. Also ich bin erstmal froh, dass Steinmeier sagt, aktuell keine Mitgliedschaft. Ich will es prinzipiell ausschließen. Ich halte das für politisch für völlig falsch und inakzeptabel und übrigens auch ein Betrug an den Absprachen, die man mit Russland getroffen hat, wenn die NATO jetzt plötzlich auf allen Seiten an der russischen Grenze steht. Die Ukraine ist kein NATO-Land. Sie waren nie im NATO-Verbund. Und wie soll man das denn werten, wenn man in die NATO will? Dann hat man einen Feind. Und dieser Feind kann dann nur Russland sein. Und ich will keine Feindbilder. Und die Ukraine kann vieles machen. Soll ihr Geld besser investieren, als neue Rüstung anzuschaffen. Soll für die Menschen was zu essen kaufen. Das wäre sehr sinnvoll. Ich bin der Auffassung, die NATO soll die Ukraine nicht aufnehmen. Und die Ukraine soll draußen bleiben. Aber meine Befürchtung, dass Türen offen bleiben. Bislang wurde immer gesagt, eine NATO-Mitgliedschaft steht aktuell. Der Westen aber die einzigen Interessen hätte Frieden und Freiheit und Demokratie. Ja gut, so kann man es auch sagen, weil man Interessen so billig definiert. Ich erkenne schon, dass es Unterschiede zwischen den USA gibt. Die USA drücken darauf, dass die Ukraine in die NATO geht. Das ist im US-Interesse. Die USA sind die heute schon beteiligt an großen Firmen in der Ukraine, übrigens auch Firmen, die Frackings verfahren. Und natürlich will man die Ukraine ins westliche, des westlichen Verbund holen. Und die NATO ist dann das Angebot an die Ukraine. Ich halte das nicht für fair und es wäre besser, wenn man andere Interessen hätte. Ich habe ein großes Interesse an der Kultur der Ukraine und das heißt Abrüstung. Und ich habe so viel Gewaltreden in den 7 Tagen, wo ich jetzt da war, erlebt. Was soll ich davon halten, wenn in Odessa Menschen totgeschlagen worden sind und ein Vertreter der Klitschko-Partei UDA, das ist ja, ne. Vielen Dank, Herr Gerke, wir sind leider durch mit dem Thema. Vielen Dank. Und wir sehen uns gleich wieder im zweiten Teil nach einer ganz, ganz, ganz kurzen Pause. In Stuttgart hat Edward Snowden den mit 5.000 Euro dotierten Friedenspreis der Anstifter erhalten. Die Vorschläge für diesen Preis kommen von normalen Menschen, die Leute auszeichnen, die sich besonders für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen. Reporter ohne Grenzen haben übrigens vor einer Woche den Internationalen Friedenspreis erhalten. Ina Ruck, Moskau-Korrespondentin beim WDR und ARD, hat in einer schönen Rede die Lage der Berichterstattung erläutert. In der sie meinte, Zitat Anfang, wir sind nicht in Russland, wo Putin die Chefredakteure regelmäßig in den Kreml einlädt. Zitat Ende. Stimmt. Wir sind in Deutschland, wo Chefredakteure ganz freiwillig Mitglied in der Atlantikbrücke oder im Ersten Institut sind und so ganz allein und freiwillig entscheiden, was denn nun richtig und falsch ist. Reporter ohne Grenzen werden übrigens vom National Endowment for Democracy finanziert, aber da sieht Leiter Robert Ménard kein Problem. Was die private Non-Profit-Organisation sonst noch so macht, ein Beitrag von meinem Kollegen Nikolai. Klassisches Beispiel, die russische Revolution.
Es war so, dass der Lenin einen Sonderzug des deutschen Kaisers bekommen hat, um von Schweiz nach Moskau zu fahren oder St. Petersburg und dort die Revolution sozusagen zu radikalisieren und nach vorne zu bringen. Deswegen war aber die russische Revolution kein Werk des deutschen Kaisers. Also man muss da genauer hinschauen. Und für die Bewegungen selber ist es sehr wichtig, dass man unabhängig bleibt, dass man sozusagen nicht ausländischen Organisationen oder insbesondere Staaten sich ausliefert, wie es in Euromaidan passiert ist. Herr Scheuer, also immer ganz genau aufpassen und ganz genau hinschauen, was wirklich passiert. Die Veranstaltung wird in den Medien als geheime Versammlung verbohrter Putin-Versteher gehandhabt. Ja, ich weiß, es ist nicht schön, wenn man nicht auf eine Party eingeladen wird. Hallo Blumio, ich freue mich, dass wir dich hier via Skype haben, direkt aus Düsseldorf, richtig? Hallo, hi. Ganz richtig, Düsseldorf, grüß. Du hast ein Rap the News quasi uns gewidmet, RT Deutsch, beziehungsweise dem RT Deutsch Bashing. Was hat dich dazu bewogen? Auf jeden Fall, also wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben und wir wachsen ja auch noch in unserem Segment, aber ja, wir sind auf jeden Fall dankbar, dass wir auch eine positive, trotzdem durchaus kritische Resonanz bekommen und wir danken dir sehr dafür, Blumio. Vielen Dank. Peace, Leute! Ja, den fehlenden Part auszufüllen, ja, das wird immer, immer schwieriger. Trotzdem geben wir uns sehr, sehr viel Mühe und wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare und eure Kritik. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.